Peter Scholl-Latour wurde 1924 in Bochum geboren. Er studierte an den Universitäten Mainz und Beirut und promovierte in Paris. Er berichtete für die ARD und das ZDF aus verschiedenen Regionen der Welt, wie Afrika und Frankreich. Dann über den Vietnamkrieg, in dem er auch Gefangener des Vietcong war, und über die Islamische Revolution im Iran. Danach war Scholl-Latour Chefredakteur, später Herausgeber des Stern. Seit 1988 arbeitet er als freier Journalist und Autor von zahlreichen Filmbeiträgen und Sachbüchern. Die bekanntesten Bestseller sind »Der Tod im Reisfeld« über den Krieg in Indochina, der aktuellste »Koloss auf tönernen Füßen«. Der fließend arabisch sprechende Peter Scholl-Latour erhielt mehrere renommierte Preise und die Ehrenprofessur der Ruhr-Universität Bochum. Peter Scholl-Latour, Sie waren eben in Grönland. Nun weiß man, dass Sie in der Regel in heißere Gegenden reisen. Was war der Grund, nach Grönland zu reisen? Ja, ich habe so eine kleine Manie. Ich sammle sämtliche Länder der Welt. Es fehlen mir nur ganz wenige, also von ein paar Inseln noch abgesehen. Aber drei Länder wollte ich machen. Grönland, das Königreich Bhutan, nämlich Himalaya, und Osttimor, was ja jetzt neu gegründet worden ist. Osttimor werde ich jetzt im kommenden Winter erledigen. Aber Grönland habe ich jetzt gemacht. Aber es war nicht ganz uninteressant. Nämlich in dem Flugzeug, das nach Island flog, war eine Menge von Chinesen der Volksrepublik. Und ich habe gefragt, was machen die denn? Sind es nach Touristen, sahen sie sich aus. Wir haben 1500 Chinesen in Island, die dort ein Wasserwerk bauen. Also das ist die Globalisierung. Sie haben sie in Island erlebt. Ich habe sie in Island erlebt und dann in Grönland. Die Westküste von Grönland, die eigentlich interessante, wird von den Amerikanern doch schon wieder als Basis für kommende Auseinandersetzungen benutzt. Eben, das wollte ich Sie fragen, weil in der Regel sind Sie in einem Konfliktgebiet. Gibt es einen sich anbahnenden Konflikt in Grönland? Früher baute man die Basis Thule im Norden aus gegen die russischen Raketen, die ja über den Pol kommen. Und inzwischen, ich habe gestern einen Globus gesehen, habe mir angeschaut, wenn die Chinesen Interkontinentalraketen abschießen sollten, dann würden die auch über den Pol kommen. Das ist näher, als wenn sie über den Pazifik rübergeschossen werden. Also ein neuer kalter Krieg würde dieses Gebiet wieder einbeziehen. Ja, also ein atomares Patt, würde ich mal sagen, zwischen den beiden Mächten. An Ihrem 80. Geburtstag hat der Lobredner gesagt von Ihnen, er kennt praktisch alle Schurken dieser Welt. Würden Sie das bestätigen? Ich kenne eine ganze Menge davon. Und wenn man sie ganz aus der Nähe erlebt, entdeckt man sogar menschliche Züge nicht. Das ist das Banale des Bösen. Es gibt allerdings Personen auch, die dämonische Züge besitzen. Das sind selten. Könnten Sie uns ein Beispiel geben von einer Figur, die Sie der dämonischen Züge besichtigen? Nein, aber ein ungeheures Charisma hatte der Ayatollah Khomeini. Das war wirklich eine der eindrucksvollsten Figuren, die ich gesehen habe. Sagen wir, einer, der wirklich für ein schlechter Aussehen auch war, war der Präsident Najibullah in Afghanistan gewesen. Und ja, ich habe mit Papadoc zusammengesessen, dieser Diktator auf Haiti, nicht wahr, der als Baron Samedi, also als teuflische Gestalt dargestellt wurde. Und der hat Gefallen an mir gefunden. Was tut man in so einem Moment? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er hat mir sogar er hat auch ein rotes Buch geschrieben, eine Widmung geschrieben, reingeschrieben. O Professeur, damals war ich noch gar nicht Professor, O Professeur Scholl-Latour, Repräsentant de la France éternelle, Repräsentant des ewigen Frankreichs. Aber wie hält man dann auch Distanz in so Momenten? Das hat ja was Verführerisches. Ja, ich habe mich nicht mit ihm angebrüdert. Ich habe auch nicht gesagt, was für ein herrliches Regime er hat. Er hat anschließend eine Pressekonferenz gemacht. Und er hat mich neben dem Platz sitzen lassen. Unten waren südamerikanische Korrespondenten. Dann neigte er sich immer zu mir rüber und sagte, wie dumm die Amerikaner das sind. Und dann von den Lateinamerikanern sagt, das sind doch die Lakaien der Amerikaner. Ich habe natürlich nicht darauf reagiert, aber als Charakterstudie war es schon interessant. Nun waren Sie, wenn Sie schon von dämonisch wirkenden Figuren sprechen, Sie waren ja jüngst auch in Nordkorea mit diesem doch sehr etrangen Diktator. Ja, ich muss ehrlich sagen, da habe ich einen echten Schock gehabt. Und zwar, als ich in das Mausoleum von Kim Il-sung, also dem Gründer, dem Präsidenten auf Ewigkeit, der von einer furchtbaren Paranoia am Ende geplagt war, der 30.000 Riesenstatuen im Land errichtet hat. Und wie ich da in dessen Gruft gekommen war, aus einmal diese Riesenstadt vor mir sah,
da hatte ich wirklich den Eindruck, ich hätte es mit einem heidnischen Götzenkult zu tun. Viel mehr als bei Mao Zedong oder Stalin oder so etwas. Das war ein Schock für mich. Eine andere Welt. Eine ganz andere Welt, ja. Ja. Eigentlich wie die Rückseite des Mondes irgendwie. Ein bisschen, nicht wahr? Und wir unterschätzen ja auch, sagen wir, die religiösen Bezüge. Nicht? Also, Hitler wird jetzt also im Untergang als im Grunde relativ normale Person dargestellt. Aber als Kind in meinem katholischen Internat war das der Antichrist. Ja. Sie sprechen von Ihrem Internatsbesuch, also Ihre Erziehung im Internat. Das war in Freiburg in der Schweiz, ja. Ein streng und integristisch-katholisches Internat Saint-Michel, auch sehr berühmt. Das war in der Zeit, in der Nazi-Zeit, in der Zeit, in der Europa von Faschismus und Nazismus eigentlich beherrscht wurde. Ja. Da hatten sie zweierlei Geborgenheit. Einerseits die Geborgenheit der Schweiz und dann die religiöse Geborgenheit. Absolut nicht. Ja. Und ich kam aus einer, meine beiden Eltern waren katholisch, aber nicht besonders fromm. Auf einmal komme ich in diese ungeheuer gegenreformatorische Stimmung noch hinein. Ich war der Gründ vom Heiligen Petrus Canisius, dem man den zweiten Apostel Deutschlands nennt, also Jesuiten. Und komme dann, und da muss man eines sagen, nicht wahr? Die katholische Kirche ist schon eine der großen Widerstandskräfte gegen Hitler gewesen, auch wenn der Papst Pius XII. Da keine besonders rühmliche Rolle gespielt hat. Der untere, mittlere Klerus, der war schon auf Widerstand eingestellt. Und die Schweiz, das muss ich auch sagen, die Schweiz hat sich sehr wacker verhalten. Nicht? Nämlich 1940 sah es ja so aus, als würde die Schweiz von Norden her angegriffen, eventuell eine Schwenkbewegung über die Franche-Comté zu machen, nach Frankreich hinein. Und die Schweizer Armee war mobilisiert. Sie damals, das war ja um den 10. Mai, genau. Glaube ich, waren Sie damals in der Schweiz? Da wurde unser College geschlossen, weil die Schweizer Armee einrückte. Und ich war der einzige Internatsschüler, der noch da war. Ich habe dann mit den Professoren gegessen in der Zeit. Und es gab einen Schlafsaal, wir hatten ja eine große Straße, war ich als Einziger drin. Das war auch die Zeit, wo ich mich wirklich frei bewegen konnte. Ich hatte den Schlüssel zum Tor und bin dann zu den Externen des Internats hingegangen. Und die haben damals Musik gemacht, wir haben es amüsiert. Das war wohl meine schönste Zeit in Fribourg gewesen. Nun stammen Sie aus einer Familie, in der im Grunde genommen kulturelle Geborgenheit gar nicht so vorhanden ist. Nee. Ihr Vater ist in Lothringen aufgewachsen, war ein Bewunderer Napoleons. Nee. Sie haben eine elsässische Mutter, einen saarländischen Vater. Also da ist, sind beide Sprachen und beide Nationen da. Sie selber haben ja beide Pässe. Ja, meine Eltern waren beide zweisprachig. Insofern. Als ich auf die Volksschule gegangen bin, also mit der auf die Schule gegangen bin, hat man mir gesagt, warum sprichst du nicht zwei Sprachen? Ich sag, das ist in Fribourg dann sehr schnell gekommen, es wird dann zugeflogen. Ja. Was ist Ihnen denn näher, das Französische oder das Deutsche? Das kann ich ganz schwer sagen, das kommt auf die Situation an. Und es gibt zum Beispiel, wenn diese maßlose, dümmliche Kritik an Frankreich stattfindet, nicht das Wort La Grande Nation ist ein deutscher Ausdruck. In Frankreich gibt es das gar nicht. Das von den Journalisten sehr gebraucht. Wird immer gebraucht, wenn die Franzosen dauernd über Großdeutschland schreiben, das Großdeutsche Reich schreiben würden. Der französische Botschafter hier regt sich übrigens über das Wort La Grande Nation aus. Das kennen wir doch gar nicht, sagt er. Und sagen wir auch dieses Miesmachen von Frankreich. Ich stelle fest, dass auf Seiten Frankreichs eine größere Sympathie für die Deutschen besteht, als auf Seiten der Deutschen für Frankreich. Der Erbfeind Frankreichs ist England. Dagegen für die Franzosen war eben der Erbfeind Frankreich gewesen. Für die Deutschen war der Erbfeind Frankreich gewesen, weil Deutschland auch eine kürzere Geschichte hat. Ja, man unterstellt ja gerade in der deutschen Presse den Franzosen auch immer mal wieder was Untüchtiges. Also ja. Ich stelle fest, die Deutschen bauen einfach die besseren Autos, was ich selber nicht glaube. Aber was nicht der Fall ist. Also, wenn man ein Peugeot fährt, dann hat man durchaus gleichwertiges Auto. Zumal nach den letzten Misserfolgen bei Volkswagen und Mercedes. Nicht wahr? Das ist, Citroën hatte seine neuen Modelle gehabt. Aber nehmen wir doch, sagen wir, die wirklich politisch relevanten in den Initiativen auf technischem Gebiet. Der Anstoß ist doch immer aus Frankreich gekommen. Airbus gäbe es nicht ohne Frankreich. Die Raketen von Kourou, Ariane, das ist eine rein französische Idee. Jetzt dieses neue Projekt ITER, Cadarache zur Erzeugung, also neuer Energie, findet in Frankreich statt.
Und auch die ganz schnellen Züge, TGV war erst in Frankreich. Und dann, die Anschlüsse kommen da. Und was ich vor allem, wo die deutsche Wirtschaft sich völlig voll galoppiert hat, de Gaulle hatte damals Deutschland vorgeschlagen, eine gemeinsame große Gesellschaft zu gründen zur Ausbeutung und zur Vermarktung von Erdöl. Und Deutschland hat damals nicht mitgemacht. Frankreich hat dann total gegründet. Das ist ganz gut gelaufen mit sehr brutalen Methoden. Das ist im Geschäft üblich, aber wenn es ein deutsch-französisches Unternehmen wäre, wäre es... Das war jetzt ein Plädoyer, das spürte man, das kam ganz von Herzen für Frankreich. Wo sind denn für Sie die ganz wichtigen deutschen, die positiven deutschen Bezüge? Aber Deutschland hat natürlich eine Beziehung zu den osteuropäischen Staaten, die Frankreich nicht besitzt. Da hat man immer von großer Sympathie gesprochen und so weiter. Aber wenn es dann auch zum Schwur kommt, dann ist da nicht mehr viel. Und ich stelle es ja fest, wenn ich mit deutschem Pass reise, den Deutschen schlägt eine Sympathie in der dritten Welt entgegen, die die Franzosen als alte Kolonialmacht in dem Maße nicht genießen. Und das sind starke Positionen, die sollte man nicht preisgeben jetzt. Wir haben zum Beispiel Persien, Iran, ist seit langer, langer Zeit ein Verbündeter. Das hatte mit Hitler gar nichts zu tun, der Schwarze seit des Kaisers Sohn. Und das sollte man jetzt nicht fahren lassen aufgrund einer aktuellen Situation. Das ist Ihr, wie ist es denn literarisch? Also schreiben Sie Deutsch, schreiben Sie Französisch, Sie schreiben Deutsch. Also Sprache als Kultursprache ist Ihnen näher. Ja, obwohl also mein Plan, also mein Entwurf, mache ich immer noch auf Französisch. Und als ich aus Fribourg nach Deutschland kam, habe ich erst noch immer Französisch gerechnet. Das hat sich dann mit der Zeit verändert. Also jetzt rechne ich wieder auf Deutsch. Aber wenn ich so einen Entwurf mache, irgendwo für ein Flugzeug, auch für einen Artikel und so, das mache ich noch auf Französisch. Also Französisch-Deutsch ist eigentlich Ihre früheste Grenzüberschreitung, diese Grenzgängerei, kulturell und auch ganz... Mein erster Zeitungsartikel, das war ein großer Glücksschlag gewesen, ich brauchte Geld, ich war Student, ist in Le Monde erschienen, auf der ersten Seite sogar. Und auf Französisch habe ich natürlich auf Französisch geschrieben. Gut, wenn wir Ihr Alter rückrechnen, dann waren Sie doch wahrscheinlich ein sehr... frühreifer, junger Mann während der Nazi-Zeit. Wie haben Sie da auch widerstanden? Jemand, der so gern Abenteuer hat, das kann man Ihrem Leben nun wirklich entnehmen, hätte sich da ja auch herausgefordert sehen können, mitzumachen. Das war ja für manche junge Leute war das auch irgendwie ein Abenteuer. Ja, Gott, ich habe deutsche Freunde gehabt und enge Freunde, nicht wahr? Die natürlich dem nachgegeben haben und so weiter. Nicht? Und ich bin nicht in der Situation gekommen, ich will nicht weiter darauf zu sprechen kommen, aber ich bin ja dann in das Stahlbad noch getaucht worden. Nicht? Ich habe ja noch die Haft am Ende des Krieges, ich will jetzt nicht dauernd drüber reden, aber das war eine man hat die Entdeckung des Bösen. Ja, wirklich des Bösen. Nicht? Also das hat sich da vollzogen. Das hat mich mein Leben lang geprägt. Also ich bin natürlich glaube ich noch alles gut in der Welt, aber zunächst einmal ist die Veranlagung des Menschen nicht gut. Er muss erzogen werden. Und Sie wurden katholisch erzogen? Ich wurde vor allem in Fribourg dann ganz streng katholisch erzogen. Und das hat mir eines erlaubt. Das ging so weit, dass wir unserem Lied in Saint-Michel den Petrus Canisius anriefen, damit er das Volk treu im Glauben mache. Und den Richter stark, der Ruf nach der Inquisition. So weit ging das noch. Gut, das hätte dann eine Verführung sein können, der sind Sie ohnehin auch nicht verfallen. Aber das hat mir im Grunde das Verständnis für den Islam vermittelt. Nicht? Das war eine Form von Fundamentalismus auch gewesen. Und dieses Ruhen in Gott, was ja auch der Islam hat und was diese Form von Christentum ja selten geworden ist, da sind verwandte Züge. Und deswegen habe ich mich mit der Verurteilung der islamischen Revolution, wie ich es nenne, habe ich mich immer sehr zurückgehalten. Nämlich, da sind natürlich auch Idealisten dabei. Ich bin auch während meines Lebens auch Heiligen begegnet. Nicht? Also ich hatte einen Internatsleiter in Deutschland, der Marianist war. Und der verlas abends die Briefe des Bischofs von Galen vor den Eltern. Wenn das bekannt geworden wäre, wäre der
geköpft worden. Also nicht immer nur KZ, die hätten sie geköpft. Nicht wahr? Und, es hat also, ich habe Heilige erlebt. Auch im Gefängnis, wenn ich zum Beispiel einen französischen Kommunisten, der zur Sabotage rübergegangen war und dann wirklich in ein Todeskommando nach Mauthausen geschickt wurde, anschließend. Ich habe ihn in Prag im SD-Gefängnis gesehen. Das war auch auf seine Art ein Heiliger. Nicht? Ich habe ein bisschen was für den tun können, aber nur im Gefängnis. Nun ist nach dem Krieg, gleich nach dem Krieg, für mich in Ihrem Leben ganz was Verwunderliches passiert. Nach dem Friedensschluss, also nach der Niederlage oder besser Befreiung Deutschlands, wollte eigentlich niemand mehr, gerade die junge Generation, wollte nichts mehr zu tun haben mit Krieg. Peter Scholl-Latour ging nach Frankreich, meldete sich dort als Fallschirmjäger bei der französischen Armee. Gegen Japan noch. Ja gut, eben noch gegen Japan. Also Sie meldeten sich noch im Zweiten Weltkrieg, kann man sagen. Also Sie suchten das ja auch. Ja. Was war dieser Antrieb, wenn man aus dieser Katastrophe rauskommt, wenn man sogar von der Gestapo verhaftet wurde? Ja, zunächst einmal, um aus dieser ganzen Misere mal rauszukommen und dann, um ein wirkliches exotisches Abenteuer zu haben. Das geht dann auf meine Kindheit zurück. Mein Vater war klug genug gewesen, bevor ich schon ins Internat kam. Also bevor ich ins Internat kam, hatte ich schon sämtliche Karl Mays gelesen übrigens, die gar nicht so schlecht sind, wie man heute oft spottet. Aber er hatte mich angehalten zu lesen Die Entdeckung Afrikas durch Stanley. Die Bücher von Sven Hedin und so weiter. Und ich habe das alles gelesen gehabt und ich, im Grunde wäre mein intimster Wunsch gewesen, Forscher zu werden. Nur, das kann man sich heute gar nicht mehr leisten. Es gibt auch wenige Länder, die zu entdecken sind. Und das war für mich eine Form. Die französische Kolonialinfanterie hat ein Lied. Es gibt Leute aus der hohen Gesellschaft, die nennen sich Forscher. Wir sind von der Kolonialarmee und machen das Gleiche. Ja, das haben Sie ja dann auch gemacht, ohne Kolonialarmee, als Reporter, oder? Ist ja auch eine Forschung. Ja. Aber Sie wurden dann ja eingesetzt in Indochina. Ja. Das war der Indochina-Krieg der Franzosen. Dien Bien Phu, waren Sie da dabei? Nein, da war ich schon längst aus der Armee. Ja, das war ja in den 50er Jahren. Da war ich aber, zu der Zeit war ich Korrespondent. Ich bin ja in mehreren Etappen in Indochina, auch wenn es französischen Indochina-Krieg ist, immer regelmäßig wieder zurückgekommen. Und war dann nachher ab 1951 als Korrespondent da. Und aus dem Saarland stammt, hatte ich mich am Saarland auch wieder niedergelassen. Da hat das, dann Redakteur der Saarbrücker Zeitung geworden. Sie sammelten dann, wie man das damals nannte, einen Bauchladen. Das hat verschiedene Zeitungen, sehr honorige dabei. Der Tagesspiegel war dabei, die Stuttgarter Zeitung und so weiter. Und da kam nicht viel Geld raus. Aber es finanzierte meine Reisen. Und so habe ich also, während der Zeit von Dien Bien Phu war ich nicht in Dien Bien Phu, sondern in Hanoi. Bin dann aber mit dem französischen Landungsboden, wir haben die Gefangenen abgeholt. Das war tragisch genug. Aber es gibt für Sie das Faszinosum des bewaffneten Konflikt. Das ist ja nicht immer gerade ein großer Krieg. Ja, das ist etwas, was Sie in Bann schlägt. Ja, zunächst einmal ist das irgendwie die Stunde der Wahrheit. Dann sind die Touristen. Also gut, in der Zeit gab es noch nicht viel Tourismus. Oder? Damals hatte Asien noch seine Jungfräulichkeitsphase. Das war ein ungeheures Abenteuer. Die französische Indochina-Armee im Gegensatz zu den Amerikanern haben eine Nostalgie bewahrt. Nicht? Le Mal Jaune. Nicht? Und das war einerseits der Fall und andererseits natürlich zeichnen sich da, und ich war von Anfang an doch politisch interessiert. Ich habe ja auch Sciences Politique dann gleich in Paris studiert, an den politischen Entwicklungen. Und das an Ort und Stelle zu beobachten, ist für mich spannend wie ein Kriminalroman. Das ist dann, wenn man den Menschen wirklich entdeckt. Ist doch eine etwas gefährliche These. Die lag ja auch der Kriegsbegeisterung vieler rechtsintellektueller, konservativer Leute bis hin zum Thomas Mann, dieser Kriegsbegeisterung, mit der man in den Ersten Weltkrieg zog, zugrunde. Diese chauvinistische Stimmung, die da war. Und auch da entdeckt sich der Mensch. Das war doch, bei Jünger ist das doch auch so. Der Junge habe ich ja noch getroffen und wir hatten ein gutes Verhältnis. Ich habe ihn nicht eng gekannt, aber ich war mal vorgeschlagen worden, seine Biografie im Filmzimmer, das hat Gero von Böhm dann hervorragend gemacht, nämlich jetzt gar nicht so gut machen kann. Ich hätte ja seine ganzen Bücher, die ich gar nicht gehabt. Aber er hat mir daraufhin geschrieben, als ZDF fragte, wer in Scholl-Latour recht, Scholl-Latour ist mir rühmlich bekannt. Das und da hatte ich den Eindruck, er hätte mir einen Polymerit umgehangen. Aber ich würde sagen, Ihre Kriegs-,
Literatur. Es ist ja auch immer Literatur. Sie sind ein beschreibender Analytiker oder ein analytischer Beschreiber. Für mich hat sie viel mehr menschliche Wärme als, als Jünger. Jünger ist doch eigentlich total kalt. Ja, und das ist ganz eigenartig. Jünger hat also in den 4 Jahren des Weltkrieges was Ungeheures geleistet, militärisch gesehen. Nicht? Das war ein fabelhafter Soldat. Ich sage immer, wenn der Helmut Kohl an der Stelle von Jünger gewesen wäre, hätte den Krieg nicht überlebt. Jünger war sehr schmal, sehr gewendig. Wenn also der, ein massiver Mensch wie Kohl, der sicher auch sehr tapfer gewesen wäre, sein Vater wäre Tapferkeitsoffizier, der hätte es nicht überlebt. Nicht? Aber wie gesagt, Jünger hat diese 4 Jahre, und diese 4 Jahre haben sein ganzes Leben gezeichnet. Ich ja doch bis in mein 81. Lebensjahr noch in der Rechnung tätig bin, allerdings nicht also mit Stoßflugunternehmen oder solche. Ein Satz von Ihnen, ich zitiere, der Mensch ist für den Frieden nicht gebaut. Ja. Sind Sie zutiefst davon überzeugt? Im Grunde ja. Nicht? Und im Grunde, woran, das klingt jetzt schrecklich, was ich sage, woran sagen wir, die Fehlbeurteilung der Weltlage, die in Deutschland vorherrschend ist, diese permanente Nabelschau auch mit Problemen, die wichtig sind, sicher der Arbeitslosigkeit, das, Sicherung der Zukunft und so weiter. Aber 60 Jahre Frieden sind einmalig in der deutschen Geschichte, in der Geschichte überhaupt. Das ist ein Ausnahmezustand. Und die Deutschen müssen sich darauf einrichten, dass diese Sicherheit zu Ende geht. Dann sind alle Vorsorgen, die im Moment getroffen werden, sind dann fragwürdig. Das klingt ja grausam. Aber man sollte daran denken, wir leben in einer extrem gefährlichen Welt. Also ich komme aus einem Land, das eigentlich, soweit wir zurückschauen, Frieden kennt. Ja, seit dem Bündnis mit den Franzosen praktisch, nicht aus. Ja. Und es geht uns doch recht gut. Also ich fühle mich wohl. Ja. Ich habe keine Irritation. Ich gehöre auch zu der Generation, also ungefähr eine jünger als Sie, die natürlich sehr geprägt wurde durch den Vietnamkrieg, den Sie ja wiederum reportiert haben. Da lernte ich Sie kennen und Sie haben dort Ihr erfolgreichstes Buch, Tod im Reisfeld, kann ich allen jungen Leuten empfehlen, geschrieben. Aber das war ja doch eine Antikriegsbewegung, dann nochmal nach, und zwar fast weltweit, das war eigentlich der erste globalisierte Krieg übers Fernsehen. Genau das, ja. Ja. Wobei also im Rückblick und im Vergleich mit dem Irakkrieg war der Vietnamkrieg selbst der Amerikaner ein viel menschlicherer Krieg, trotz allem. Trotz My Lai. Es hat ja nicht nur ein My Lai gegeben, also den Massaker von vietnamesischen Zivilisten. Jeden Abend wurden in Saigon also der sogenannte Body Count, also die Zahl von Hunderten und Tausenden von getöteten Vietcong, konnte gar nicht stimmen, sonst hätte es keine Vietnamesen mehr gegeben. Also es war, aber trotzdem, das Verhältnis der Amerikaner zu den Vietnamesen, es gab ja eine vietnamesische Nationalarmee, die war nicht doll, aber die hat gekämpft und es sind keine Einheiten übergelaufen. Sie hatten doch einen Kontakt. Sie hatten, wenn sie in Saigon und Da Nang waren, dann gingen sie abends aus in ihre Bars, da hatten ihre Mädchen und so weiter. Es war ein Kontakt zu, und vor allem, es waren Wehrpflichtige. Es gab natürlich Leute aus der sehr guten Gesellschaft, wie George W. Bush oder Herr Cheney, auch Clinton, die sich drücken konnten. Aber so die mittlere, brave Amerikaner ist eben nach Vietnam hingegangen, auch Leute aus der Oberschicht. Da hatte man es mit dem normalen Amerikaner zu tun. Und ich war nun mit den Marines am 17. Breitengrad und der First Cav und allen möglichen Special Forces. Dann hatte man ein sehr brüderliches Verhältnis, entsteht ja in solchem Fall. Nicht? Man schließlich, wenn so eine Truppe drin ist, ist man einer von ihnen. Und das ist jetzt im Irak überhaupt nicht möglich. Sie sind total abgeschirmt. Sie laufen rum in ihren Panzern wie die Schildkröten, die uns nie ablehnen. Wenn sie eine Tasse Kaffee einnehmen würden, in Bagdad wird man ihnen in den Rücken schießen und so weiter. Sie igeln sich ein und dann eben die menschliche Qualität der Truppe, die jetzt Berufssoldaten sind, ist weit unter dem, was in Vietnam war. Aber das hat doch auch mit der religiösen Kultur zu tun. Ich meine, Saigon war auch für viele Soldaten ein tolles Bordell, was immer sie sich dort geholt haben. Es gibt ja auch es gibt ja auch tolle Literatur über diese Zeit. Graham Greene gibt es. Es gibt von eines der schönsten Bücher übrigens. Und dann eine Art Held von John Le Carré ist auch ein wunderbares Buch. Ein herrliches Buch, ja. Also das gibt's. Ja. Das ist natürlich, glaube ich, in der islamischen Kultur so nicht möglich, weil die Menschen dort gar nicht eintauchen können. Wenn ein Mädchen aus einer ehrbaren arabischen Familie sich mit einem US-Soldaten nur kurz unterhalten würde, wäre die Familie gezwungen, sie umzubringen. Also
Also es ist die totale Trennung. Und dann, das war von Anfang an nicht so. Als die Amerikaner, ich war unmittelbar vor dem Krieg in Bagdad gewesen und habe mich mit den Leuten unterhalten. Und die haben gesagt, gut, die Amerikaner werden bombardieren, aber die bombardieren ja sehr präzise, das haben sie auch. Also es ist wenig zerstört, weil im ersten Golfkrieg der Amerikaner ist viel mehr zerstört, die ganzen Brücken und so. Diesmal ist ganz gezielt geschossen worden. Und sie sagten damals schon, wir haben dann Angst vor dem Hochkommen des Pöbels, nicht wahr? Und das Saddam Hussein natürlich jahrzehntelang geknebelt und dann, sagen wir, eine Welle der Kriminalität, die ist dann in einer Form gekommen, die unvorstellbar war. Und die Amerikaner haben daneben gestanden und haben das sehr lustig geworden. Haben gesagt, Alibaba, go, go. Und sie haben nur ein Gebäude geschützt. Das Museum wurde geplündert. Aber das einzige Gebäude, was mit Panzern geschützt wurde, war das Ölministerium, weil da die Unterlagen für die Ölforschung waren. Peter Jolatour, Sie reisen in diese arabische Welt immer wieder. Sie sprechen Hocharabisch? Ja, also meine Sprache hat natürlich nachgelassen. Das war vor 50 gut, Jahren, als ich mein Examen und mein Diplom gemacht habe. Ja, gut, aber Sie sind irgendwo vertraut, soweit man dann auch vertraut sein. Aber das ist ja eine Sache, die auch gefährlich ist. Sie kommen dorthin jetzt als Christ, Sie kommen dorthin als Westler, als Weißer, als Reporter, als Journalist. Man weiß, die sind in der Regel kritisch. Was hat bis jetzt ermöglicht, dass Sie immer hinkommen zu diesen, eben auch zu den Schurken? Ja, ich flöße Vertrauen ein. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde. Und jetzt kommt ein zusätzlicher Faktor. Ich bin ein alter Mann. Das ist ja dort ein Ehrentitel. Ja, und dann habe ich natürlich, ich bin nach Bagdad reingefahren. Also die Botschaft hatte mir Freunde, ich bin mit dem Botschafter befreundet, dem Botschafter Erbe, der hervorragende Mann ist, perfekt Arabisch, spricht viel besser als ich. Und der wollte mich am Flugplatz abholen von den GSG 9-Leuten, eventuell auch mit einem leichten Panzer und so. Ich habe dann gesagt, low profile. Ich habe nachher mit den GSG 9-Leuten gesprochen, die haben gesagt, völlig richtig. Unauffälliger Wagen, arabischer Fahrer, den man vorher ausgesucht hatte, ein Kollege hatte mir den genannt, der war gut. Und ich habe mir in Amman noch eine ganz billige Jacke gekauft, damit ich nicht auffällt, setze eine Sonnenbrille auf. Und ich bin dann 600 Kilometer durch den Irak gefahren anschließend, was, glaube ich, kein anderer gemacht hat, von Bagdad nach Basra. Und da habe ich gesagt, das mache ich nur, wenn ich Schutz habe, aber keinen amerikanischen. Ich habe eine gute Beziehung zu den Schiiten seit der Khomeini-Zeit. Ich war im Flugzeug von Khomeini von Paris nach Teheran. Und Moment, das muss man präzisieren. Damals, als er zurück, das war 79. 79, genau. Als er den Schah stürzen ging. Genau, ich hatte also diese iranische Revolution von Anfang an auch schon in Paris, in Neuf-le-Château. Der Sohn von Ahmed Khomeini hat an meinem Büro in Paris gesessen. Ich hatte engste Verbindungen zu denen, noch bevor Khomeini zurückkam. Und ich habe ihn dann, wie gesagt, ich sah in seinem Flugzeug, ich habe ihn auch während des Gebets gefilmt und war sogar 2 Stunden lang der Wächter der Verfassung der Islamischen Republik Iran, ohne es zu wissen. Nämlich einer seiner Gefährten hatte mir ein Dokument gegeben, hat verstecken Sie es und wenn alles gut geht, geben Sie es mir zurück. 8 Monate später hat er mir gesagt, das war die Verfassung der Islamischen Republik Iran. Also insofern habe ich ein Bild auch, wo ich neben Khomeini sitze, das war in Qom, am Tag nach der Besetzung der amerikanischen Botschaft. Und die Iraker betonen immer, nein, Khomeini wollen wir nicht, wir sind ja viel moderater, wir wollen nicht diese Velayet al-Faqih, also die Vorherrschaft des Schriftgelehrten, was ja auch stimmt, also wir schicken ja Zivilisten. Aber wenn ich das Bild vorzeige, wirkt es immer bei den Schiiten. Ich hatte einen irakischen Freund. Sein Amulett. Amulett, und der sagte mir, holen Sie einen Pass raus, sagt nicht. Und es hat bei allen gewirkt. Natürlich bei den Leuten von Muqtada Sadr, diese kämpferische Fraktion, die im Moment also von dem Großayatollah Sistani zur Ruhe angehalten wird. Bei denen ist das natürlich was ganz Tolles, nicht wahr? Bei den anderen etwas vorsichtiger, aber auch, ich bin dann, es ist doch eine gewisse Garantie, dass ich kein falscher 50er bin, gewissermaßen. Ja. Und man muss ja mit den Leuten über religiöse Themen reden. Es hat gar keinen Sinn, da nun große politische Themen. Erstmal über die Religion zu sprechen. Die schiitische Religion ist ja ungeheuer interessant und auch schwierig. Und daraus ergibt sich das Politische ohnehin. Denn im wahren Islam ist ja das Politische vom Religiösen nicht zu trennen. Nun, wir haben über den Unterschied jetzt gesprochen zwischen dem, sagen wir, also vielleicht ein gefährliches Wort, zwischen der Kriegskultur damals in Vietnam und der Kriegskultur jetzt. Also diese Konfliktkultur jetzt im Irak. Aber gibt es nicht auch einen wesentlichen politischen und historischen Unterschied? Ja, das ist zweifellos nicht auch an der Persönlichkeit der Präsidenten.
der Verantwortliche für den Vietnamkrieg ist aus einer völlig falschen These, Weltsicht entstanden, schon unter Eisenhower und Kennedy auch. Kennedy ist einer der Verantwortlichen des Krieges, manchmal anders dargestellt. Johnson war im Grunde ein relativ harmloser Mann, der hat einfach die Leute von Kennedy übernommen und dachte, die wüssten alles. Und aber da ging es darum, die Ausdehnung des Kommunismus in Asien auszudehnen. Kennedy sprach von Thailand, von Burma, von Indien sogar. Nicht, was ich das, die Domino-Theorie. Die Domino-Theorie. Nicht? Und jetzt ist es ganz anders. Der George W. Bush, den ich nicht als einen der besten amerikanischen Präsidenten betrachte, wenn man an Truman, auch Eisenhower und so weiter denkt, der hatte nun in seinem religiösen Wahn, muss man beinahe schon sagen, glaubte er an die weltweite Mission, zwar Amerika, eine Nation mit der Seele einer Religion, gibt es ja diese Definition, dieses amerikanische Modell für die ganze Welt zu schaffen, ist zutiefst davon überzeugt. Und der hatte eine positive Dominatheorie, der sagte, wir errichten in Bagdad einen Leuchtturm der Demokratie und von dort aus wird unsere Form der Demokratie und der Lebensführung auf den ganzen Orient ausstrahlen. Das war natürlich eine absolute Torheit. Aber in der Zeit las ich einen Titel, ich zitiere ihn frei, Was, wenn Bush recht hätte? Ja. Es gibt ja etwas positiv Verführerisches darin, zu sagen, man möchte das Modell einer offenen Gesellschaft, ich rede jetzt mal nicht einer amerikanisch offenen im Sinn auch dieses religiösen Untertones. Ich meine, eine offene Gesellschaft, wie wir sie mögen, wie sie die Amerikaner letztlich von der Verfassung her auch haben, ist doch eigentlich eine sympathische Vorstellung, dass die als Modell für die Welt gelten könnte. Also in der Theorie durchaus. Also wenn es, sagen wir, ein Imperium Americanum gäbe, was ein friedenstiftend wäre, wie das römische Imperium mit der Pax Romana, der das ganze Mittelalter hat von diesem römischen Frieden geträumt. Nicht wahr? Das ist ja das Heilige Römische Reich 1806 durch Napoleon abgeschafft worden. Nicht wahr? Aber wenn es sowas gäbe, wäre ich voll dahinter. Nur der Mann, der diesen Artikel geschrieben hat, ist offenbar nie im Irak gewesen. Und die Wahlen, die ja so gefeiert wurden im Irak, sind ja nicht durch das Zutun der Amerikaner, wir sind nicht in dieser Form zustande gekommen. Das war der Groß-Ayatollah Sistani, der nicht zum Heiligen Krieg aufgerufen hat, sondern sagt, Amerikaner wollen Demokratie, dann sollen sie haben, aber ein Mann, eine Stimme, wir sind 65% Schiiten. Jetzt haben sie die Mehrheit im Parlament, Sistani hat einen ihm ergebenen Ministerpräsidenten, sie werden die Verfassung bestimmen und überall, wo gewählt wird, und das ist die Gefahr bei dem jetzigen amerikanischen Experiment, dann werden islamische Parteien, gar keine Verrückten oder Mörder oder so etwas, sondern fromme islamische Parteien, die sich auch untereinander zerstreiten, die ganze islamische Geschichte ist ein einziger Widerstreit. Aber auch die Wahlen im Iran haben ja wieder alle erwarten. Nicht diesen überreichen und sehr mächtigen Rafsanjani an die Macht gebracht, sondern diesen Bürgermeister von Teheran, den im Grunde keiner kannte, weil er die armen Leute vertrat. Es gibt da eine soziale Revolution, die längst fällig ist in der arabischen Welt, die aber auch den Geboten des Korans entspricht. Aber ist nicht längst im Islam auch, ich benutze ein Wort, das in den christlichen Bereich gehört, eine Art Reformation nötig, um moderne Gesellschaften überhaupt erst zu schaffen? Ja, die große Schwierigkeit des Islam ist der Charakter des Korans. Nicht bei uns, die Evangelien, das sind vier Schilderungen des Lebens Christi, die so ein bisschen differieren, es gibt da Synopsen und so weiter. Aber im Islam ist der Koran das von Ewigkeit her ungeschaffene Wort Gottes, an dem man nichts ändern kann. Und Aristoteles war ja schon anerkannt gewesen als Muallim al-Awwal, als der erste Lehrer in Bagdad zur Zeit, aber im 9. Jahrhundert. Und dann kamen die Korangelehrten und haben gesagt, na, nicht zu vereinbaren mit der wahren Lehre. Und dann wurden diese Mu'tazilisten unterdrückt. Und über die Araber ist es dann nach Europa gekommen. Thomas von Aquin hat dann daraus die moderne katholische Theologie entwickelt. Nun ist doch aber diese Religion einer Entwicklung hin zu einer selbstbestimmten, sagen wir mal, selbstbestimmten Moderne hinderlich. Es ist ja nicht von ungefähr, dass es sehr wenig Modernität gibt in diesen islamischen Gesellschaften. Also entsteht doch ein Druck, der mal zu einer Modernisierung führen muss, zu einer Trennung von Kirche und Staat beispielsweise. Ja, das ist das Schwierigste. Nicht? Denn also bei den Sunniten spielt es ja eine große Rolle, denn die Sunniten haben keinen Klerus.
Nicht? Die haben Rechtsgelehrte und so weiter, aber das ist ja eine extrem egalitäre Religion. Und der Imam und der Vorbeter bei den Sunniten ist der Frommste, der auch den Koran vielleicht am besten ausspricht und so weiter. Bei den Schiiten gibt es eine Hierarchie, die übertrifft die katholische. Nicht? Der Ayatollah Sistani hat im Irak eine Autorität, wie sie der Papst nicht hätte haben könnte. Nicht? Aber das ist also eine, aber die Bestrebung von den Leuten wie Osama Bin Laden, also die jungen Intellektuellen, die ja auch eine Modernisierung der Technologie und so weiter wollen. Die Frauenfrage ist ein großes Handicap. Gewalt ist, aber im Iran, die einzige islamische Republik, die wirklich existiert, die einzige Gottesstaat, die wirklich existiert, die Frauen müssen zwar den schrecklichen Chador tragen. Ich sage das, den Iraner schafft das doch ab, wenigstens den Zwang dazu. Aber es gibt eine Vizepräsidentin des Staates, es gibt Abgeordnete, es gibt Chefredakteuren und die reden mit, nicht wahr? Und zwar heftig. Die dürfen einem nicht die Hand geben, beziehungsweise man darf ihnen nicht die Hand geben. Das ist verboten. Aber da ist die Emanzipation in einem Gottesstaat wie Iran ist viel weiter gediehen als in vielen säkularen Staaten, die mit dem Westen verbündet sind. Ich bleibe noch mal bei der beim Verhältnis zur Moderne. Sagen wir es mal so, Moderne hat ja auch sehr viel mit Wissenschaft, mit Entwicklung des Denkens zu tun. Die Unfreiheit, die der Islam eigentlich postuliert für den Menschen, sie gilt ja für den Mann auch, das ist ja ganz klar. Er muss sich Allah unterwerfen und alles geschehen ist nachher in Allah, oder? Sage ich das ja, richtig? Nicht? Das hat allerdings dann auch wieder schöne Züge. Nicht? Also wenn Sie zum Beispiel jemanden treffen, dem es wirklich schlecht geht, und Sie fragen, wie geht es Ihnen? Ein Europäer wird sagen, grundsätzlich, der sagt, Gott sei gelobt. Gut, gut, das hat was Schönes. Aber ist Peter Schollatour ist eine moderne Zivilisation, eine technisch, technologisch, wissenschaftlich moderne Zivilisation möglich? Die Reformation nach Max Weber hat ja auch durch die Befreiung des Einzelnen zum selbstbestimmten Menschen eben die Kräfte freigesetzt für den modernen Kapitalismus. Ja. Also es ist natürlich, der jetzige Islam ist sehr stark auch durch Aberglauben überdeckt. Es gibt diese Derwisch-Orden, die wir Sufi-Bewegung nennen. Und zwar, und dagegen stemmt sich nun eine neue Regierung, die rein koranisch sein will, die sich modernistisch... Aber Sie haben völlig recht, der Widerspruch ist da. Eine Lösung ist nicht in Sinn, aber wenn zum Beispiel in Ägypten, wie die Amerikaner das fordern, sie können es ja ernsthaft gar nicht fordern, freie Wahlen stattfinden, dann würden die bürgerlichen Viertel von Kairo werden einen Liberalen wählen wahrscheinlich. Aber schon in den armen Vierteln, auf dem Lande, in den Provinzen, werden sie eine Partei, eine islamisch, wahrscheinlich gemäßigt islamische Partei werden, die sich um die Armen kümmert. Das war die Stärke von Khomeini. Er stand ein für die Enterbten und Entrechten. Auch jetzt dieser neue Bürgermeister, die Mustafa Fein. Die Stärke von Hamas in Palästina ist, dass sie als Sozialorganisation, karitative Organisation, auch die Heilsfront in Algerien, die dann von Militärs zusammengeschlagen wurde, hatte ihren Erfolg nicht, weil sie Terroristen waren, sondern weil sie sich um die kleinen Leute und nicht korrupt waren. Könnte es sein, dass wir, ich sag wir, was die Amerikaner ja anbieten, es sind auch wir, wenn wir von Demokratie reden, vielleicht sogar noch differenziertere Formen, insbesondere die schweizerische natürlich. Ja. Also könnte es sein, dass dieses Angebot Demokratie gekoppelt ist mit etwas Unattraktivem, nämlich einem neuen quasi kapitalistischen Fundamentalismus, also einem Ökonomismus, der abschreckt? Ich glaube ja. Also ich will gar nicht bestreiten, dass auf die Jugend natürlich der American Way of Life eine ungeheure anziehende Wirkung hat. Man trägt dort auch Jeans, die Mädchen würden sich auch sehr westlich geben und das ist sehr verbreitet. Das reicht aber zum Beispiel im Iran nicht sehr weit ins Politische hinein, eine Form des Hedonismus. Man möchte einfach anders leben, man möchte auch mal einmal Alkohol trinken und solche Geschichten. Was in Amerika ja auch immer selten ist. Aber immerhin, Amerika ist noch für könnte über Sympathien verfügen. Aber es gibt eben, sagen wir, die grundlegende Vorstellung im Islam, das ist natürlich eine völlig utopische Vorstellung, dass die Einstimmigkeit des Volkes die Einzigkeit Gottes widerspiegelt, das Prinzip des Tauhid. Die Politik gar nicht umzusetzen. Es hat auch nie einen idealen islamischen Staat gegeben. Diese ganzen Kalifate waren ja im Grunde also Usurpatoren. Zuletzt der türkische, osmanische Kalif hat ja keinen Anspruch auf den Titel. Aber das ist die Grundeinstellung und diese, wie Sie sagen, materielle Ausrichtung. Nämlich, es ist ja viel Heuchelei auch dabei. Nicht? Usbekistan wurde gefeiert
als Kämpfer gegen den internationalen Terrorismus. Jetzt entdeckt man, dass der Staatschef dort ein entsetzlicher Terrorist im Innern ist. Und, aber man braucht ihn, weil man seine Flugplätze braucht. Und so duldet man eben den Oberst Gaddafi, der nun wirklich internationalen Terrorismus von Nordirland bis zu den Südphilippinen praktiziert hat, mit geringem Erfolg. Aber den schießt man jetzt in die Arme, weil er eben kapituliert hat. Im Innern hat er keine einzige liberale Reform gemacht. Das ist eben die Heuchelei, die Diskrepanz zwischen den Idealen, die gepredigt werden, und der Realität an der Stelle. Sie sagen ja, die USA haben heute eigentlich die Politik eines Imperiums, eine Imperiale. Ja, also Helmut Schmidt hat gesagt, sie waren von jeher Imperialisten. Zuerst mal die Ausdehnung, also in Indianer, ja, aber auch die Hälfte von Mexiko annektiert, und dann, es ging ja so weiter, nicht? Also, aber sie sind keine wirklich, das werfe ich Ihnen vor, keine wirklich imperiale Macht, was ja auch ein Verantwortungsgefühl mit sich bringt, nicht? Dass man eine wirklich neue Ordnung dann etabliert, nicht nur einen Lebensstil, sondern das Römische Reich hatte eben auch seine Rechtsnormen, nicht? Das britische Imperium hat Indien in einer Weise geprägt, die bewundernswert ist. Die französischen Staaten, das fällt jetzt alles leider auseinander, in Westafrika hatten sehr viel französische Kultur übernommen. Und bringen die Amerikaner nicht zustande. Was ist die amerikanische Schöpfung in Afrika? Das ist die entsetzliche Republik Liberia. Oder gucken wir auf die Philippinen, die amerikanisch waren. Da wird zwar gewählt, aber das ist die schlimmste Korruption. Die Philippinen, die zu Beginn des Jahrhunderts einen höheren Lebensstandard hatten als die übrigen asiatischen Staaten drumherum. Die übrigen Staaten sind heute kommunistische Diktaturen zum großen Teil, denen geht's gut. Und die Philippinen, da wird gewählt, aber die Großgrundbesitzer sitzen noch das große Geld. Und der Kapitalismus ist eben das goldene Kalb. Nicht, dass das World Trade Center war in der Vorstellung von diesen Fanatikern das goldene Kalb des Westens, das Symbol. Wenn wir schon von Imperien reden, es gibt ein neues, das auftaucht, das praktisch fast die Schlagzeilen jedenfalls der Wirtschaftszeiten seit einiger Zeit beherrscht, das ist China. Und seit es China gibt, kann man nicht mehr von der einzig noch existierenden Supermacht reden. Es gibt jetzt wieder zwei. Nicht? Es gibt für Amerika nicht die geringste Chance, China militärisch zu besiegen. Kaum China einzuschüchtern. Amerika wird einen Konflikt um Taiwan nicht mehr riskieren. Wenn man in Vietnam gescheitert ist, in Vietnam ein winziges Territorium, hat man doch gegenüber China keine Chance. Und weil China ist natürlich die kommunistische Partei ist korrupt, die Armee ist dagegen viel stärker geworden, das ist das maoistische Erbe. Der Maoismus ist eine ferne Erinnerung, aber die Chinesen lächeln so ein bisschen drüber, sie haben viel Distanz gewonnen. Aber die Chinesen haben entdeckt, nicht wahr, wie stark sie sind, das kommt jetzt. Sie waren ja bis 1800 die führende Kulturmacht. Unsere Aufklärer haben ja damals bewundernd nach China geguckt, haben die Chinoiserien ja alle mitgemacht. Diese Meritokratie der Mandarine, das war etwas, was in Europa gar nicht gab, in der Feudalgesellschaft. Und das hat sich ja nur im Grunde 150 Jahre nicht gehabt. Und jetzt kommen sie wieder und wir haben ein Phänomen. Nicht? Die Chinesen produzieren noch extrem billig, weil sie so arm sind, aber sie produzieren bereits absolut erste Qualität, das ist unschlagbar. Aber China ist ja auch deshalb, das ist ja auch der Zwiespalt der Amerikaner, beliebt, weil sich die Wirtschaft dort eigentlich austoben kann. Es ist eine Diktatur mit einer freien Wirtschaft. Das ist ja irgendwo für uns Demokraten ein fatales Modell, aber das ist ein Modell. Und mit harten Auflagen für die Europäer oder Amerikaner, die dort investieren, oder die Japaner, die dort investieren. Ich höre, die müssen sich nach den chinesischen Spielregeln rechnen. Es gibt ein fabulöses Buch von einem jungen Mann, Siren, der für Wirtschaftswoche arbeitet, ich höre, der das genau beschreibt. Er nennt das die Konkubinenwirtschaft. Nicht? Denn die Gunst des Staates wird nur dem gewährt, der sich also auch als, wie soll ich sagen, Lieblingsfrau besonders hervortut. Was macht Europa in dieser Welt? Europa, im Moment wird es gerade totgeschrieben, was es mit Sicherheit nicht ist. Das ist eine journalistische Marotte, die Sache zuzuspitzen. Aber immerhin wurde die Verfassung abgelehnt von Frankreich und Holland. Ja. Also ich muss zurückblickend sagen, ich war von Anfang an gegenüber dieser Verfassung skeptisch. Und wahrscheinlich war es ein heilsamer Schock. Inzwischen sieht man wieder die Dinge mit mehr Realismus. Und Europa lebte doch in folgender Diskrepanz, dass es einerseits völlig machtlos war und ein Bestandteil der amerikanischen
das amerikanische Militäraufgebot der NATO. Ich sage nichts gegen die Atlantische Allianz, die für beide notwendig ist, aber die Organisation des Bündnisses war eben doch klar auf den amerikanischen Oberbefehl ausgerichtet, was ja zur Zeit der Sowjetunion noch absolut notwendig war. Heute führen die Amerikaner globale Unternehmen, mit denen sie nicht fertig werden. Es ist ja der General Myers, also der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff, der gesagt hat, wir haben gerade genug Truppen für Irak und Afghanistan. Das ist ja nicht viel. Nicht? Also früher dachte man, 4 Regionalkriege, ja, jetzt ist vorbei. Und also einerseits sind die Europäer militärisch machtlos und andererseits kommen sie dann mit welterlösenden Reden. Also wenn man manche Bundestagsabgeordnete hört, die, wenn die also zu den 1,3 Milliarden Chinesen reden mit erhobenem Finger oder auch zu den Türken, man am deutschen Wesen muss die Welt genesen. So lange ist er nicht her, da hat sich in Deutschland ja auch fürchterlich ereignet. Nun hat aber dieses Europa eine andere Spielart des modernen Kapitalismus anzubieten. Und irgendwo gibt es ja auch in der Welt viel Sympathien für dieses politisch, sagen wir, militärisch ohnmächtige Europa. Ja, aber wir kommen natürlich in eine Situation, da habe ich ein Gespräch mit dem Stellvertreter von Saddam Hussein, Tariq Aziz, gehabt, ein paar Tage vor Ausbruch des Krieges. Und der ist ja Christ, der ist katholischer Christ. Ja. Und Tariq Aziz hat gesagt, die Amerikaner werden nie eine Schlacht verlieren, das ist nicht drin. Aber sie sind einem Zermürbungskrieg ausgesetzt in dieser riesigen islamischen Region. Sie werden sich irgendwie mal zurückziehen. Sie halten dann noch ein paar Basen vielleicht oder ihre Interessen. Können sie, aber sie haben den Ozean zwischen. Aber guckt euch doch die Europäer an. Ich will um Gottes Willen euch nicht bedrohen, aber ihr seid doch unmittelbar an diesen Krisenherden dran. Auf dem Balkan leben 2 islamische Völker, die Bosniaken und Albaner, für die es noch keine Lösung gibt. Nicht? Das sind ja Protektorate. Und wir haben natürlich eine sehr starke islamische Bevölkerung, auch bei uns. Wir müssen eine neue Form des Zusammenlebens finden. Und das wird nicht einfach sein. Aber ich glaube, dass man den diesen benachbarten islamischen Völkern eine gewisse revolutionäre Entwicklung einräumen muss, sozial. Und dann nachher hat man dann die gültigen Fortschrittsvertreter. Sie werfen in, ich glaube, es ist in Ihrem letzten Buch, Koloss auf tönenden Füßen, den Europäern vor, sie seien schwach, weil sie aggressiv aufklärerisch auftreten würden. Ist ja aber natürlich nun ein Erbe, auf das wir bis jetzt sehr stolz waren und das dieses Europa auch weit gebracht hat in seiner Entwicklung. Ja, andererseits ist natürlich auch die Aufklärung eine Frucht des Christentums, das hat sich aus dem Christentum entwickelt. Aber es gibt natürlich auch eine sehr intolerante Form der Aufklärung inzwischen. Das sehen Sie so in deutschen politisch korrekten Artikeln. Nicht ja, jeder, der nicht die gleiche Meinung vertritt, wird gleich in die Ecke der Tyrannis, des krankhaften Anti-Amerikanismus und so weiter verwiesen. Das Modell, sagen wir, der Aufklärung zu vermitteln, wird sehr, sehr schwer sein. Nicht? Es gibt, was ich jetzt kommen sehe, und das die China-Kenner, die Asien-Kenner sehen es immer mehr, es wird ein chinesisches Modell geben. Das ist eine Einheitspartei, aber in der Einheitspartei gibt es mindestens so viele Kämpfe wie unsere Partei, wie zwischen SPD und CDU, könnte man beinahe sagen. Und wie Sie vorhin schon sagten, die sorgen für politische Ordnung und lassen sich das wirtschaftliche Leben eben dann entfalten. Greifen allerdings auch ein, wenn es da Exzesse gibt. Und wir haben doch gesehen, wohin die Übernahme des wahllose Übernahme des westlichen Modells geführt hat in Russland. Die Perestroika und Gorbatschow hat Russland auch in eine Sowjetunion aufgelöst, eine unsägliche Katastrophe. Ich erinnere mich nur in Moskau, wie die Leute mit Kaffeekannen auf der Straße standen, um zu verkaufen. Ihr letzter Hab und Gut. Nun, aber Armut, gewaltige Armut und fast ja, Sklavenarbeiter gibt es auch in China. Das ist doch ja bei diesem Modell das Fatale. Die Menschen werden durch den Unterdrückungsapparat ruhig gehalten und quasi der Wirtschaft zur Verfügung gestellt. Ja, aber zunächst einmal, was für China nicht selbstverständlich war, sie essen sich satt. Und es bessert sich allmählich. Und der neue Präsident Hu Jintao, das ist nicht genügend bemerkt worden, wendet sich, sagen wir, von diesen neoliberalen
Rezepten, von denen wir mal sprechen, auch den jetzt gewissen sozialen Fragen zu. Es ist nicht so, als wären sich das nicht bewusst. Nämlich, da ist ja eine explosive Gewalt dran. Nicht? In China hat es ja gewaltige Volksrevolten gegeben, noch im 19. Jahrhundert. Taiping, aber davon müssen Sie natürlich, das müssen Sie natürlich befürchten. Aber wenn Sie auf Tiananmen zum Beispiel am Platz des Himmlischen Friedens nachgegeben hätten, hätten Sie eine Konterrevolution bekommen, wahrscheinlich 5 Millionen Tote. Sie haben geschrieben oder gesagt in einem Gespräch, der Kapitalismus steuert auf seine Krise zu. Glauben Sie an die Rückkehr anderer Werte? Das ist sehr schwer. Sie haben jetzt oft betont, also eine neue soziale Ordnung. Sie haben betont, ja, Gerechtigkeit. Oder auch bei Rafs, bei diesem jetzt gewählten Bürgermeister von Teheran, jemand, der sich für die Armen einsetzt. Ja, mein Gott, wir stehen natürlich in Deutschland ganz deutlich. Bei uns sieht man vielleicht die Krise am deutlichsten. Wir hatten ja dieses wirklich ideale Modell des rheinischen Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Das war Ludwig Erhard mit seinen sehr liberalen Thesen, aber dazu die katholische Soziallehre. Das hat man nicht genommen, dass die Katholiken, und Adenauer war ja wirklich einer, das mit eingebracht hat. Und das hält natürlich der jetzigen Weltsituation, der Globalisierung nicht mehr stand. Und wie der Kapitalismus mit den Problemen der Zeit fertig wird. Gut, der Sozialismus in der sowjetischen perversen Form ist total gescheitert. Und was da in Ostasien vor sich spielt, vor sich geht, das kann man nicht mehr unbedingt als Sozialismus bezeichnen. Aber es wird immer davon geredet, jetzt ist ja ein Regierungswechsel fällig, jetzt wird alles anders gemacht. Was kann denn anders gemacht werden? Nicht? Der Kapitalismus hat im Grunde keine Lösungen mehr. Und Amerika steht im Moment noch ganz gut da. Aber auch, weil die amerikanische Mentalität immer noch den American Dream hat. Nicht, dass der kleine Mann nach oben steigt. Irgendwann kommt auch mal die Erkenntnis, dass es nicht mehr möglich ist. Und ich verweise auf das letzte Buch von Huntington, der den Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations geschrieben hat, schreibt, who are we, wer sind wir? Und zeichnet auf, welche Zersetzungsmöglichkeiten auch in Amerika bestehen. Nicht? Sie zitieren jetzt Huntington, Sie sind Journalist, ich bin Journalist, sind Reporterin der ganzen Welt und wir leben in einer totalen Mediengesellschaft, ist total vernetzt. Ja. Also wir haben ja jede Information eigentlich zeitgleich. Sie sind auch kritisch geworden dem eigenen Metier gegenüber. Durchaus. Ich habe das ungeheure Privileg gehabt, niemals einer Zensur unterworfen gewesen zu sein. Das hat an meinen Vorgesetzten gegeben. Ich denke da zum Beispiel an Klaus von Bismarck bei der ARD während des Vietnamkrieges. Ich kam mal die deutsche Botschaft, also das Auswärtige Amt, hat damals gesagt, haltet den mal ein bisschen zurück. Und der war Eichenlaubträger vom Zweiten Weltkrieg, hat sich 3 Stunden mit mir unterhalten, hat kurz in Preußisch gesagt, machen Sie weiter. Und dann bei der iranischen Revolution war auch, wollte niemand den Khomeini, der kam. Aber da hat sich auch der Intendant vor mich gestellt. Das ist gewesen. Und jetzt bin ich so alt, dass ich irgendwann, es kann mir keiner was mehr. Nicht? Aber für einen jungen Journalisten heute anzutreten, schlimm. Und es gibt ein Wort von Paul Sethe, und der war wirklich sehr konservativ. Er hat in Frankfurter Allgemeinen in der Welt geschrieben. Nicht? Und er hat gesagt, die freie Presse ist die Möglichkeit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu veröffentlichen. Es sind keine 200 mehr, leider. Was sagen Sie zu meinem Eindruck, dass es zum Teil gar nicht irgendwelche Zensoren sind, sondern dass unter den Journalisten auch eine Lust am Mainstream herrscht, wie eine Selbstgleichschaltung. Wir erleben das jetzt gerade im deutschen Wahlkampf. Das ist für mich als Schweizer eine Ungeheuerlichkeit, wie die alle dasselbe sagen, dieselbe Tonalität. Jede Zeitung dasselbe seit Wochen. Also das ist schockierend. Ist das ein deutsches Phänomen oder ist das ein Berufsphänomen? Ja, ich glaube auch, also das Wort, die Nibelungentreue ist kein deutscher Zug. Wenn ich dann denke, also sagen wir, an die verschworenen Buddhisten, da gibt es ja nicht viele von. Aber mit welcher Konsequenz sie an dem Alten festgehalten haben, in der Algerienkrise zum Beispiel, als sie auch am Leben bedroht war. Sowas gibt es in Deutschland wenig wohl. Nicht? Und dann, es ist eben eine anpasserische und eine hedonistische Gesellschaft, die eben vor allem auf das Wohl im Aus ist. Und
dann, man trifft ja kaum noch Korrespondenten draußen. Es gibt ein paar sehr wackere Leute, aber das sind dann Stringer, schlecht bezahlt, sind keine Redaktionsverdiener. Man trifft sie ja nicht an Ort und Stelle. Und wenn ich dann denke, wie Figur wie Adelbert Weinstein von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein gestandener Mann war auch so eine Position. Ja, ich habe solche Typen findet man nicht, also die so ein bisschen Gentleman Adventurers auch waren, nicht etwas abenteuernde Gentlemen. Das gibt's nicht mehr. Und wie Sie völlig richtig sagen, es herrscht eben dieser politische Konformismus vor. Aber ich glaube auch, wenn ein Journalist antreten würde und zum Beispiel über den Irak so berichtet hätte wie ich, wäre nicht zum Zuge gekommen. Den hätte er nicht veröffentlicht worden. Sie werden nach wie vor, wo gehen Sie denn demnächst hin? Ich schreibe meine Bücher, und dass ich gut verkaufen, werden sie gedruckt. Wenn sie nicht gut verkaufen würden, werden sie nicht gedruckt. Ich habe das Fernsehen, was mir treu bleibt. Obwohl ich mit 81 Jahren verstehe ich durchaus die jungen Leute, die sagen, jetzt wollen wir endlich mal dran, was will der alte Drache da noch? Aber in der Presse habe ich dann nicht sehr viele Möglichkeiten, mich auszudrücken. Aber diese Reisen, sie sind, also ich meine jetzt nicht die Grönlandreise, die war wahrscheinlich vergleichsweise bequem. Aber die Reisen Afghanistan, Irak, nach Afrika, sie machen ja immer noch Reisen, sie haben auch Reisen vor. Ja. Wie schaffen Sie das physisch? Der liebe Gott hat mir gute Gene verpasst. Aber quälen Sie sich manchmal auf so eine Reise? Natürlich ist das mühsam. Nicht wahr? Aber es ist für alle mühsam. Und ich habe oft Kamerateams, die meine Enkel sein könnten. Und dann muss man dort sein, wo die auch sind. Ich habe auch das Prinzip, wenn die Situation gefährlich ist, dann bin ich also direkt neben denen. Ich sage denen eher, in Deckung zu gehen. Sie haben ja nicht die Erfahrung, die ich habe. Aber es macht mir Spaß. Und wenn ich 3 Monate nicht unterwegs war, fehlt mir etwas. Es wird der Tag kommen, wo ich im Rollstuhl sitze. Ich habe also einem Verlag schon gesagt, der will meine Biografie haben. Die schreibe ich erst, wenn ich im Rollstuhl sitze. Ich war vorher. Wie kommen Sie auf den Rollstuhl? Ja, ich weiß ja nicht, ich kann ja auch Krebs bekommen oder so. Irgendwann ist es ja zu Ende. Wie ist denn das? Beschäftigt Sie das? Der Tod. Ja, jetzt, so, ich komme noch auf den Tod. Das ist dann schon. Aber dass Sie plötzlich krank sein könnten, den Beruf nicht mehr ausüben könnten, ist das etwas, was auftaucht, auch als Befürchtung, als Angst? Nee, da kommen mir eben doch also meine fundamentalistisch-katholische Erziehung. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gebenedeit. De Gaulle hat ja gesagt, das Alter sei ein Naufrag, ein Schiffbruch. Ja. Das hat er aber mehr im Hinblick auf Pétain damals gesagt. Nicht? Hat er dann in der entscheidenden Situation nicht mehr die Entscheidung als Sieger von Verdun, als Held von Verdun, von allen verehrt, nicht wahr? Hat er eine Nachgiebigkeit gezeigt, die kaum verzeihlich war aus der Sicht der Gaulle. Auf sich hat das, glaube ich, auch ein bisschen mit sehr unter seinem Alter gelitten. Das habe ich ein bisschen miterlebt. Und er ist ja ein sehr, sehr glorreicher Form im Grunde zurückgetreten. Er hat ein Referendum inszeniert und wusste, dass es schief geht. Aber es ist natürlich, wenn ich morgens aufstehe, das ist kein Spaß. Und wenn ich mache meine Übungen morgens, das ist nicht viel, das sind ein paar Liegestütze, Sit-ups und so weiter. Aber das tut weh. Aber ich mache so überall. Aber Sie wachen jeden Morgen in einer Welt auf, die doch viele Werte verloren hat, die Sie als Konservative eigentlich noch leben möchten oder auch ganz persönlich leben. Ja, mein Gott, ich verbringe natürlich jetzt die kommenden Sommerwochen in Südfrankreich in meinem Haus und da lebe ich sehr konservativ. Also das heißt, was heißt konservativ? Ich bin in mancher Beziehung bin ich vielleicht revolutionärer als diese Pseudo-Revolutionäre. Nicht? Also wenn ich jetzt den Zirkus sehe, der um Afrika gemacht wird, da ist doch so viel Heuchelei drin. Nicht? Die Afrikaner können die Zeitungen sind im Moment, die Medien beschäftigen sich erstaunlicherweise plötzlich mit Afrika. Ja, und warum? Ich habe da einen Verdacht. Um von Irak abzulenken. Nämlich die amerikanische Leistung für Afrika ist minimal. Und dann sind diese gealterten Sänger, Popstars, die dann sich noch mal in ihrem Ruhm sonnen können. Und die Afrikaner werden davon relativ wenig mitbekommen. Und die gefährlichsten sind die sogenannten Non-Governmental Organizations. Da gibt es fantastische dabei. Aber die liefern kostenlos Getreide. Und damit machen sie die Bauerschaft kaputt. Nicht ein Bauer in Afghanistan kann Getreide mehr pflanzen, weil die NGOs so viel Getreide reingeschafft haben, umsonst, dass er keinen Preis mehr für sein Getreide bekommt. Also pflanzt er Opium. Peter Scholl hat gesagt, Sie sind manchmal fühlen Sie sich stärker als revolutionär.
konservative Revolutionäre gibt es ja. Es war auch schon eine etwas problematische Bewegung, aber das ist klar. Aber welche Revolution würden Sie ausrufen, wenn Sie sie ausrufen könnten? Wenn wir die Französische Revolution uns betrachten, da regen sich alle Leute auf. Aber ohne die Jakobiner hätte es nicht geklappt. Und wenn hinterher nicht Napoleon gekommen wäre, der ursprünglich auch Jakobiner nahestand, der nicht diese revolutionären Errungenschaften, die damalige Zeit ja gewaltig waren, nicht in imperiales Erz gegossen hätte, dann wäre nicht viel davon übrig geblieben. Nicht? Der Mythos Napoleon hat, also ist heute nicht mehr stark in Frankreich vertreten. De Gaulle hatte aber kein Bonapartist. Aber im Grunde muss eine gewisse Katharsis der Gesellschaft von Zeit zu Zeit geschehen. Peter Schollatour, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke Ihnen. Thank you.